Miriam, wir sind gespannt. Merci vielmal, Brian. Wir kommen also von der arbeitenden Bevölkerung und wie sie lernen und arbeiten nach Corona zu der etwas älteren Bevölkerung und was für Chancen und Möglichkeiten für sie auch die digitale Welt bedeutet. Unser erster Gast hier ist Ursula Ziebach. Sie ist Präsidentin vom Spitex Kantonalverband Bern und vom Public Health Schweiz. Nebenher Großrätin im Kanton Bern und Gemeinderätin von Spiez, also man kann sagen, eine vielbeschäftigte Frau. Und Frau Ziebach wird uns anhand eines persönlichen Beispiels erzählen, wie smartes Wohnen ältere Menschen unterstützen kann, möglichst lang zu Hause zu bleiben. Frau Ziebach. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ihren Bildschirmen im traditionellen Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, als Spitex-Präsidentin hier sprechen zu dürfen und einige Gedanken aus meiner Sicht zum Thema Smart Wohnen im Alter mit Ihnen zu teilen. Ja, ich beginne gleich beim Titel. Was heißt eigentlich Smart? Smart heißt benutzerfreundlich, unterstützend. Und da denke ich, gibt es schon die erste Fragestellung, wie smart sind denn die Lösungen wirklich, wenn wir ans Zielpublikum denken, an Menschen im Alter. Und da ist die nächste Frage, was ist Alter? Ist es in meinem Alter? Ist es mit 70, mit 80, mit 90, mit 100? Über welche Kategorie von Alter sprechen wir hier? Oder wenn wir an die Menschen denken, wie viele Einschränkungen haben diese Menschen und auf was muss man achten? Denn, das wissen wir alle, auch wir können noch so gebildet sein, noch so gut unterwegs sein im Leben. Wenn die ersten Probleme kommen, sei das kognitiv, dass es langsamer geht, dass es schwieriger wird, sich an Dinge zu erinnern, zum Beispiel wie, wo ist genau der Knopf, wo ich den Fernseher anstelle, bis hin zu haptischen Problemen, wie kann ich etwas öffnen, wieder schließen, zu Tricks, die man dann auch lernen kann, aber eben wirklich diese Einschränkungen, die man hat, wann beginnen die? Und da wird klar, es ist sehr, sehr individuell. Es ist nicht für jeden Menschen gleich, wann das Alter kommt, wann es schwierig wird, wann welche Unterstützung gut wäre. Und dann gleich noch etwas zum dritten Wort, das im Titel dieses Beitrages steht, das Wohnen. Ich glaube, Wohnen ist wie ein Zweck, aber eigentlich geht es ums Leben. Das heißt, ich würde lieber über smart Leben im Alter sprechen, als nur übers Wohnen. Vielleicht auch hier dieser kleine Exkurs. Wir sprechen selten von jemandem, der in Altersheim wohnt, sondern er lebt jetzt im Altersheim. Und da auch die Frage, wo wollen wir wohnen, wo wollen wir leben? Zu Hause ist wahrscheinlich die große Wahl. Ich habe mir in der Vorbereitung für diesen Beitrag überlegt, ob ich eine Literaturrecherche machen soll und schauen soll, was gibt es denn heute bereits in diesem Themenbereich, und fand dann, nein, eigentlich ist es viel spannender, wirklich aus dem Alltag auch das eine oder andere zu berichten. Und ich habe Eltern und eben auch die Spitex, die mir erlauben, ganz viele Erfahrungen machen zu können. Und ich greife zwei Beispiele meiner Eltern heraus. Meine Mutter, 91, sie wohnt alleine im selber gebauten Haus, eben vor 60 Jahren gebaut, gemeinsam, dann Familie gehabt. Sie schafft es dort alleine zu wohnen, einzukaufen, zu kochen. Sie kommt mit den technischen Herausforderungen einigermaßen klar, aber wenn eine Lampe nicht mehr brennt, wenn der Fernseher plötzlich nicht mehr geht, wenn das Internet zusammenfällt, dann ist sie plötzlich sehr hilflos. Und da habe ich realisiert, in all diesen Situationen, all die Fragestellungen, die sie hat, das sind nicht die Fragestellungen von, stehe ich auf, bin ich umgefallen, hat es einen Teppich, der einen Bewegungsmelder integriert hat oder irgend so etwas, sondern es sind die ganz banalen technischen Herausforderungen, die so weit gehen können, wie kriege ich, und das finde ich eigentlich toll, meine Mutter trinkt ab und zu auch eine Flasche Champagner, wie kriege ich diesen Zapfen raus? Und da braucht es Hilfestellungen, Ideen, Kreativität. Und vielleicht eben auch Unterstützungen unserer Gesellschaft im Themenbereich Betreuung, die ähnlich aussehen könnte wie ein Gärtner. Also jemand, der kommt und sagt, gibt es technische Probleme, eben Lampen, vielleicht auch eben Glühbirnen, die ersetzt werden können durch Halogen, respektive durch LED, die dann vielleicht auch heller sind, die am richtigen Ort stehen, oder eben den Fernseher oder den Radio wieder in den Griff zu bekommen. Also ganz praktische, einfache Dinge, ich denke, das ist ganz wichtig für die Lebensqualität. Das Zweite, mein Vater, 89, er hat leider 65 Jahre geraucht und hat alle Erkrankungen jetzt, die man weiß vom Rauchen. Und das heißt, er kann nicht mehr zu Hause leben, er braucht viel mehr Unterstützung,
und als Alternative zum Pflegeheim hat er gewählt, bei uns, bei meinem Mann und mir, quasi in einer WG zu wohnen. Und so bekommen wir sehr viel mit über, wie viel Unterstützung er braucht. Das eine ist die Pflege, die ist sehr gut organisiert. Und ich glaube, da haben wir mit der Spitex, mit freiberuflich Arbeitenden, mit der Profit, der Non-Profit-Spitex, haben wir wirklich ganz gute Unterstützungsmöglichkeiten bei der Pflege. Aber was hapert, ist die Unterstützung. Er braucht immer wieder Anleitung, Hilfe, ist manchmal auch, was soll ich heute tun, was soll ich in den weißen Stuhl setzen oder in den roten Stuhl? Das sind dann Fragen, die schon recht anstrengend sind, für ihn zu klären und auch von der Energie her überhaupt hinzubringen. Das ist das eine, ich denke, das Betreuen, und das kann Smart Living nicht übernehmen, wenn die Storen gesteuert sind oder der Kühlschrank reagiert, dass er aufgestanden ist. Das ist nicht diese Ebene, das ist eine menschliche Ebene, die wir hier unbedingt reinbringen müssen. Und bei ihm, ich denke, so wie es die digitale Unterstützung von nicht-medizinischen Leistungen bei meiner Mutter wären, sind es bei meinem Vater digitale Unterstützungen bei medizinischen Fragestellungen. Und da habe ich mir ganz lange schon Hoffnungen gemacht zum elektronischen Patientendossier, weil ich denke, da hätten wir endlich mal in einem Ort ganz viel gesammelt. Und das kommt aber nicht wirklich vom Fleck. Und ich denke, Covid-19 hat jetzt das Ganze auch nicht beschleunigt. Und da haben wir so viele Brüche, wir haben so viele Unklarheiten. Also einerseits, wer weiß denn von älteren Menschen, die ja meist nicht nur ein Medikament benötigen, sondern das sind 15 Medikamente, die auch wieder ändern von der Dosierung, wo man ausprobiert, weil gerade bei Multimorbidität ja auch nicht klar ist, was wirkt wirklich wie. Da wäre es sehr hilfreich, ein Dossier zu haben, aber ich nehme das Beispiel von meinem Vater. Im Spital, wo er den letzten Aufenthalt hatte, gibt es eine Liste, beim Hausarzt gibt es eine Liste, bei den zwei Spezialisten, die er besucht, gibt es eine Liste. Die Spitex hat eine Liste und ich versuche, meine Liste und seine Liste und diejenige der Spitex abzugleichen. Aber es ist nicht ganz einfach, weil, wenn ich eine Änderung machen möchte, in Absprache mit meinem Vater, braucht es dazu ein Rezept des Arztes, der Spitex dann sagt, was wir entschieden hätten, sei okay. Das heißt, wir haben unglaublich viele Brüche. Wir haben auch die Schwierigkeit, mein Vater bekommt Opiate. Opiate muss man sehr regelmäßig einsetzen, auch schauen, dass es klar ist. Von der Menge, die wir ihm geben, und dass nicht irgendetwas für uns abgezwackt wird. Ja, wie wird das festgehalten? Das sind Handlisten, das sind einfache Eintragungen. Aber die Sicherheit, wurden jetzt diese Tropfen wirklich gegeben? Woher nehme ich die? Oder auch bei Medikamenten, die man zum Beispiel einrührt oder irgendetwas macht, wurden die heute gegeben, wurden die nicht gegeben? Wo steht es? Wie kann man das systematisieren? Und da denke ich, da braucht es gerade auch, weil wir wissen, wir hatten ja gerade letzte Woche den Tag der Angehörigen, die pflegen, die unterstützen. Wir haben viele Laien, die in diesem Themenbereich auch unterwegs sind, die vieles nicht wissen von der Wirkungsweise von Medikamenten, wie gut man eben dosieren muss, wie man darauf achten muss, auf zeitliche Rhythmen etc. Da wären große Hilfestellungen sicher gefragt. Und ich denke, da hätte die Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten, wirklich etwas hinzukriegen. Und das gibt mir eigentlich so den Blick nach vorne, in die Zukunft. Ich denke, jede Generation hat andere Bedürfnisse. Wenn ich mal alt werde, habe ich wahrscheinlich nicht dieselben Bedürfnisse, auch nicht die gleichen kognitiven oder haptischen Einschränkungen wie meine Eltern. Und trotzdem, ja, brauche ich irgendeine Art von Unterstützung. Das heißt, es wird ganz wichtig sein, zu klären miteinander, was braucht man denn wirklich? Was möchte die Person, wie weit soll es gehen? Und es sind nicht einfach Notfallknöpfe, die man drücken kann, die dann irgendwie einen Alarm auslösen, sondern das Ganze ist viel komplexer. Und ich glaube, was wir auch machen müssen, unsere Generation, meine Generation steht in der Pflicht, dass wir Themenfelder wie zum Beispiel die Spitex, wie die Versorgungspflicht, dass man überall im Kanton Bern diese Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen haben kann, dass wir an diesem Themenfeld wirklich intensiv arbeiten und schauen, dass die Qualität da bleibt, dass wir Spezialleistungen wie zum Beispiel im Palliativcare auch zu Hause bekommen, damit Themen, die im Moment ja auch in den Medien sehr aktuell sind und leider auch im realen Leben im Moment im Kanton Bern, in der Schweiz aktuell sind, das ist die End-of-Life-Care. Wie gehen wir um, wenn Menschen am Sterben sind, wenn sie Schmerzen haben?
was machen wir hier? Und dazu braucht es gut ausgebildete Leute, die wir im Kanton Bern haben und die wir eben nicht nur mit Klatschen, sondern auch mit anderen Möglichkeiten unbedingt an der Stange behalten sollten. Das sind meine Überlegungen zu Smart Living im Alter. Vielen Dank, Frau Ziebach. Wir haben, während Sie geredet haben, eine spannende Frage aus dem Netz bekommen. Sie kennen sicher Buchzorg. Mhm. Das ist ja ein Paradebeispiel von selbstorganisiertem Arbeiten ist aus den Niederlanden. Und wir haben hier die Frage bekommen, dass man aus Buchzorg weiß, dass Pflegende mit älteren Menschen kommunizieren, um herauszufinden, was sie brauchen. Und die Frage ist an Sie, was machen Sie konkret, um herauszufinden, was die Menschen brauchen, in der Spitex zum Beispiel? Ja, es ist immer eine Frage der Zeit, die man hat, um mit einem Patienten zusammen zu sein und das herauszufinden. Und ich denke, im Gegensatz zu Pflegeheimen, zu Spitälern, haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir die Einsätze etwas konzentrierter und länger haben. Das heißt, man kommt und dann macht eine Person eigentlich alles für diesen Einsatz. Das heißt, man ist zum Teil eine halbe Stunde, eine ganze Stunde da. Und in dieser Zeit spürt man sehr viel vom Patienten. Das heißt, es ist nicht so, dass er klingelt und man kommt rasch, erledigt es und dann kommt eine Kollegin, die dann weiterarbeitet. Wir haben wirklich eine große persönliche Kontinuität, die wir hier leben können, die sehr gut ist und die auch das klingt, wie wenn Pflegeheime da schlechter werden, die machen das auch in einer sehr guten Art. Ich meine, einfach näher bei der Spitex, deshalb habe ich das so herausgehoben. Aber ich denke, es ist die Zeit, die Möglichkeit, eben noch jemanden länger begleiten zu können und nicht immer auf die Uhr schauen zu müssen. Ich denke, es ist etwas vom Schwierigsten, wenn die Einsätze sehr kurz sind und man dann wirklich kommt, die Medikamente gibt und wieder abrauscht. Dann wird es sehr schwierig herauszufinden, auch eben wirken die Medikamente, nimmt er sie wirklich? Also wenn man nicht einmal die Zeit hat zu warten, ob er oder sie die Medikamente nimmt, dann wird es wirklich schwierig. Buchzorg, super Modell, wäre schön, wenn man das auch stärker in der Schweiz verbreiten und anwenden könnte. Jetzt, was mich noch interessieren würde, wie sehen Sie die Zukunft? Wie sieht es aus in 20, 30 Jahren? Wie werden wir dann smart leben eben und nicht nur wohnen im Alter? Was haben wir da für Möglichkeiten? Ich denke, das eine ist wirklich, dass wir schauen, dass wir Dienstleistungen, die wir heute aufgebaut haben, dass wir die auch weiter pflegen, dass uns Pflegeheime, Spitäler, Spitex, dass uns das auch etwas wert ist, dass wir bereit sind als Gesellschaft, die Ärzte, die Pflegenden, die Physiotherapeuten auch entsprechend zu entschädigen, dass wir Institutionen haben, die überleben, die gut überleben können, die auch innovativ sein können, die Dinge erfinden können und sich weiterentwickeln können. Und das andere, das erhoffe ich mir aus der Technik, dass man Dinge erfindet. Ich nehme das Handy, das wird ja sicher weiterentwickelt werden. Für meine Eltern, für ältere Menschen wahnsinnig schwierig, man drückt drauf und man muss mehr drücken oder weniger drücken, aber wie macht man das, wenn man haptisch Schwierigkeiten hat und die kleine Kachel auch kaum mehr sieht? Das heißt, dass es hier ganz viele Veränderungen braucht, wenn man wirklich auch auf die ältere Bevölkerung eingeht. Was kann man wirklich? Was werde ich eben in 20, 30 Jahren noch können? Was werde ich sehen? Ich brauche ja jetzt schon ein Hilfsmittel mit der Brille. Wie kann man mich dabei unterstützen? Eben sehen und hören finde ich das andere ganz wichtige Thema. Ich glaube, da braucht es auch nochmal ganz viel Forschung, weil das Hören, das macht sehr einsam, ist sehr schwierig. Und ich merke, dass wie viele ältere Menschen nicht zugeben, dass sie ganz vieles nicht gehört haben. Die haben so Mechanismen im Nicken oder Reagieren, wo man den Eindruck hat, sie haben es verstanden. Aber eben ganz viele auch medizinische Anweisungen, Hilfestellungen verstehen sie gar nicht. Super, besten Dank. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Das ist ja das Schöne an diesem Digitaltag, dass auch wenn das Publikum nicht hier ist, können wir live Fragen beantworten. Und zwar haben wir die Frage, wie müsste der Behördenschalter der Zukunft aussehen, damit in einer digitalen Welt die immobilen älteren Menschen zu Hause nicht abgehängt werden? Schwierige Frage. Ich glaube, es müsste kein Schalter sein, sondern es müsste über Gespräch laufen. Also ich habe mir im Vorfeld zu heute auch Gedanken gemacht, wie stark könnte Siri die ganzen Geschichten auch unterstützen, also eben, dass man Fragestellungen direkt eben mündlich geben kann, dass ich nicht das Handy öffnen muss, sondern sagen kann, Siri macht das und das. Und vielleicht ist es wirklich die Verknüpfung mit Sprachnachrichten, also dass es der Schalter nicht der Online-Schalter ist, wo man eben
iPad, Computer, was auch immer braucht, technisch mitkommen muss, sondern es würde wie, sagen wir mal so, ein Gerät, das steht auf dem Tisch oder im Nachttischli. Ich kann mit einem Codewort das Gerät starten und kann eben mit verschiedenen Wörtern wie zur Gemeinde, zur Spitex, zum Arzt oder was auch immer diese Dienstleistungen direkt auf der Internetseite beanspruchen und abholen. Oder was wir auch oft ja sehen, sind diese Chatmöglichkeiten, wo jemand dann als Mensch auch hinten dran sitzt und unterstützt, wenn man schwierige Fragestellungen hat. Also der Online-Schalter stelle ich mir mehr als Gespräch vor, denn als stilles Drücken zu Hause vor dem Computer.